die Wiese herum, wo Kühe und Pferde grasten, stand eine alte, alte Steinmauer. In dieser Mauer, nahe bei Scheuer und Kornspeicher, wohnte eine Familie schwatzhafter Feldmäuse. Aber die Bauern waren weggezogen. Scheuer und Kornspeicher standen leer. Und weil es bald Winter wurde, begannen die kleinen Feldmäuse, Körner, Nüsse, Weizen und Stroh zu sammeln. Alle Mäuse arbeiteten, Tag und Nacht. Alle, bis auf Frederik. Frederik, warum arbeitest du nicht? Ich arbeite doch. Sammle Sonnenstrahlen für die kalten, dunklen Wintertage. Und nun, Frederik, was machst du jetzt? Ich sammle Farben, denn der Winter ist grau. Träumst du, Frederik? Aber nein, ich sammle Wörter, denn es gibt viele lange Wintertage. Und dann wissen wir nicht mehr, worüber wir sprechen sollen. Als nun der Winter kam und der erste Schnee fiel, zogen sich die fünf kleinen Feldmäuse in ihr Versteck zwischen den Steinen zurück. In der ersten Zeit gab es noch viel zu essen. Und die Mäuse erzählten sich Geschichten von singenden Füchsen und tanzenden Katzen. Da war die Mäusefamilie ganz glücklich. Aber nach und nach waren fast alle Vorräte aufgeknabbert. Das Stroh war alle und an Körner konnten sie sich kaum noch erinnern. Es war auf einmal sehr kalt zwischen den Steinen der alten Mauer und keiner wollte mehr sprechen. Da fiel ihnen plötzlich ein, wie Frederik von Sonnenstrahlen, Farben und Wörtern gesprochen hatte. Frederik, was machen deine Vorräte? Mach die Augen zu. Jetzt schicke ich euch Sonnenstrahlen. Fühlt ihr schon, wie warm sie sind? Warm, schön und golden. Und während Frederik so von der Sonne erzählte, wurde den vier kleinen Mäusen schon viel wärmer. Ob das Frederiks Stimme gemacht hatte oder war es ein Zauber? Und was ist mit den Farben, Frederik? Macht wieder eure Augen zu. Und als er von blauen Kornblumen und roten Mohnblumen im gelben Kornfeld und von grünen Blättern am Beerenbusch erzählte, da sahen sie die Farben so klar vor sich, als wären sie aufgemalt in ihren kleinen Mäuseköpfen. Und die Wörter, Frederik? Wer streut die Schneeflocken? Wer schmilzt das Eis? Wer macht lautes Wetter? Wer macht es leis? Wer bringt Glückslee im Juni heran? Wer verdunkelt den Tag? Wer zündet die Mondlampe an? Vier kleine Feldmäuse wie du und ich wohnen im Himmel und denken an dich. Die erste ist die Frühlingsmaus, die lässt den Regen lachen. Als Maler hat die Sommermaus, die Blumen bunt zu machen. Die Herbstmaus schickt mit Nuss und Weizen schöne Grüße. Pantoffeln braucht die Wintermaus für ihre kalten Füße. Frühling, Sommer, Herbst und Winter sind vier Jahreszeiten. Keine weniger und keine mehr. Vier verschiedene Fröhlichkeiten. Frederik, du bist ja ein Dichter! Ich weiß es, ihr lieben Mäusegesichter.